Die Frage der Innovation hängt auch eng zusammen mit dem Profil, das eine Universität hat. Für eine technische Universität ist es sehr viel einfacher zu sagen, wir haben Schnittstellen zur Wirtschaft, natürlich Maschinenbau zum Beispiel oder Elektrotechnik, Informatik. Da gibt es sehr viel engere Kontakte, die zum Teil auch dadurch zustande kommen, dass die Biografien ganz unterschiedlich sind, dass eben auch viele Kolleginnen und Kollegen eine ganze Zeit lang oder sogar längere Zeit in der Wirtschaft waren und von daher diese Fragen mitbringen. Hochschule, Universität mit einem anderen Profil ist ein bisschen schwieriger, vielleicht von Anfang an diese Möglichkeit wahrzunehmen. Aber das, was man, glaube ich, bei der Innovation ja heute auch immer mit bedenkt, es geht nicht nur um technologische Innovation, es kann auch um soziale Innovationen gehen. Es kann um kulturelle Innovationen gehen. Und da denke ich, wenn man das allein mal so als grobes Etikett anspricht, wird schon erkennbar, dass auch für andere Universitäten hier interessante Möglichkeiten bestehen, sich in gewisser Weise mehr zu öffnen auf mögliche Zielgruppen und von Anfang an eben auch zu sehen, dass man zu diesen mit beitragen kann. Allerdings glaube ich, ist eine entscheidende Rolle, dass man sich als Hochschule eben nicht auch versteht als, wir denken jetzt irgendwelche schönen Dinge uns aus und dann gibt es andere, die setzen das einfach um. Da hat sich das Verständnis ja sehr stark verändert. Also auch bereits in der Frage des Technologietransfers. Das ist kein einseitiger Transfer, in dem eine Universität irgendwas entwickelt und dann kommen die Anwender, sondern das geschieht in gewisser Weise im Austausch. Da ist von Anfang an wichtig, die anderen Perspektiven wahrzunehmen, auch zu sehen, wo sind die Anwendungsmöglichkeiten, da ist das Interdisziplinäre ganz entscheidend. Da kommt möglicherweise auch wieder das Soziale mit hinzu, weil viele auch technologische Innovationen auch soziale Umfeldbedingungen haben, die man im Blick haben muss. Also denken Sie an autonomes Fahren oder irgend sowas, wo man sagen, das ist alles technologisch wunderbar, aber das hat auch eine ganz starke soziale oder hat auch eine juristische Problematik dann der Verantwortung. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, ist der Punkt, wie bereit ist man, in diesen Dialog einzutreten? Inwieweit ist man auch bereit, einen Teil seiner Aufgaben anders zu sehen und zu verstehen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen heute sehen, dass innerhalb der Universitäten eine starke Konkurrenz besteht in der Richtung, wie bewähre ich mich in der Forschung und wie werde ich in der Forschung sichtbar. Wenn ich jetzt eben sehr stark mich engagiere in solchen Punkten wie Innovation umzusetzen, im Dialog zu sein, das kostet alles Zeit. Und da, glaube ich, ist heute auch die Herausforderung zu sagen, das ist attraktiv, das ist reizvoll, es ist bedeutungsvoll für mich selbst, für die Gesellschaft, wird aber möglicherweise auch respektiert und anerkannt. Deswegen hat der Wissenschaftsrat auch immer wieder versucht, sichtbar zu machen, eine weitere Leistungsdimension neben Forschung und Lehre ist der Transfer. Da kann man eben Wissenstransfer, Technologietransfer drunter verstehen. Aber das heißt eben auch, wenn wir es als Leistungsdimension verstehen, dass für die Kolleginnen und Kollegen erkennbar sein muss, wenn ich mich da engagiere, dann bedeutet das für meine Reputation, für mein Ansehen, anerkannt zu werden.